Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Astrologiekurs. Heute gehen wir die drei Qualitäten durch: Kardinal, fest oder fix und beweglich. Ich habe mir wieder gedacht, dass wir das gleich anhand von Referenzhoroskopen anschauen, weil ich glaube, das ist am einfachsten. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, dass du nach diesem Video wieder ein bisschen mehr kannst und dass du das, was wir hier in diesem relativ kurzen Teil durchnehmen werden, auch gleich praktisch umsetzen kannst, weil letztendlich geht es immer nur um eines, um die Aussage. Ich habe das immer wieder gesehen, weil ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten Kontakt gehabt und es gibt halt sehr viele Ausbildungen, lange Ausbildungen, und ich habe festgestellt, dass lange Ausbildungen auch, ja, nicht immer, aber auch zu einer großen Verunsicherung führen. Und von meiner Warte aus betrachtet, ist es das Beste, einfach anzufangen. Einfach irgendeine Aussage zu tätigen. Ich nehme hier jetzt ein Horoskop. Ja, nehmen wir ein neues Horoskop. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Und er lebt leider nicht mehr, angeblich. Also wie gesagt, da haben wir eine Differenz hereinbekommen. Wir haben das auch beim Energietesten damals getestet, ob er noch lebt. Es waren mehr Ja als Nein, aber das ist, wie gesagt, kein Beweis oder Beleg dafür, dass er noch am Leben ist. Es handelt sich hierbei um den wahrscheinlich oder sicher erfolgreichsten österreichischen Popstar aller Zeiten. Nicht Ambros, sondern Falco. Also Falco ist sozusagen ein Beispiel, welches ich heute bringen möchte. Und wir haben die drei Qualitäten. Kardinal, das ist Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Wir haben das kardinale Kreuz, wir haben das feste Kreuz, Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann, ist auch, das ist das sogenannte feste Kreuz, und dann das bewegliche Kreuz, Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische. Und was wollen uns diese Qualitäten jetzt aussagen? Kardinal bedeutet der Anfangsimpuls. Und ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern ich möchte hier nur mal allgemein bleiben. Und wir werden wieder besprechen 0 und 1 Zeichen Kardinal, 5 oder mehr Zeichen Kardinal, 0 und 1 Zeichen fest, 5 und mehr Zeichen fest, beziehungsweise zuletzt 0 oder 1 Planet beweglich und dann 5 oder mehr Planeten beweglich. Das heißt, dass wir von einem Horoskop eines Menschen schon mal eine Grundaussage tätigen können. Hier aus diesem Horoskop kannst du bereits nach dem ersten Teil herauslesen, dass wir zum Beispiel hier 1, 2, 3 Planeten im Feuer haben, was eine durchaus brauchbare Besetzung ist. Das heißt, hier ist genug Initiativkraft vorhanden. Aber heute wollen wir nicht von den Elementen sprechen, sondern von den Qualitäten. Kardinal fest beweglich, Kardinal fest beweglich, Kardinal fest beweglich, Kardinal fest und beweglich. Die kardinalen Zeichen setzen den Anfangsimpuls. Die festen Zeichen, oder man kann sagen, die kardinalen Zeichen quasi erobern das Land, bauen das Haus oder was auch immer. Die festen Zeichen wohnen darin, erfüllen es mit Leben und die beweglichen Zeichen verändern es, verbessern es oder verlassen es wieder, ja? Und setzen dadurch den Impuls für einen neuen Zyklus. Also das heißt, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Kann man so mit wenigen Worten umschreiben. Und auf indische Mythologie, was ich so mitbekommen habe, Brahma, das erschaffende Prinzip, Vishnu, das bewahrende Prinzip und Shiva, gut, das zerstörende ist vielleicht zu negativ, aber sagen wir das relativierende Prinzip. So, wir beginnen gleich mit der ersten Kategorie, das heißt 0 oder 1 Planet kardinal gestellt. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wie viele, dass wir gleich hier beginnen bei Falco, wie viele Planeten hat er kardinal? Im Widder hat er keinen, im Krebs hat er keinen, in der Waage hat er, da muss er was haben, das ist eine ganz eine knappe Geschichte, 0 Grad, 0 Minuten, 50 Sekunden rückläufig. Gut, er ist ganz knapp, aber er ist, gilt halt noch in der Waage, also lassen wir einen Planeten in der Waage, an sich wären das schon 0 und hier im Steinbock wieder nichts. Also das heißt, er hat einen Planeten im vierten Haus, Jupiter,
rückläufig in der Waage. Ich möchte nur auf die Kardinalen eingehen. Das heißt, es handelt sich um einen Menschen, der sich in seinem Leben immer zu viel vorgenommen hat, der sich in seinem Leben sozusagen überfordert hat und etwas aufgebaut hat und dem er nicht gewachsen war. Ja? Und das habe ich auch im Freundeskreis damals beobachtet, ein Krebsgeborener, der hatte nur die Sonne im Krebskardinal, alles andere war anders besetzt und er hat sich ein Leben lang immer zu viel zugemutet, hat sozusagen zu viel, zu große Projekte gemacht und die sind dann letztendlich sozusagen nichts geworden, weil eben die Energien gefehlt haben. Umgekehrt ist der Fall, wenn jemand 5 oder mehr kardinale Planeten hat. Diesen Mann hatten wir gestern schon drangenommen, das ist noch einmal, ich habe leider, es hätte noch einen Donald Trump gegeben, aber in dem Fall habe ich halt die Konkurrenz genommen, Wladimir Putin, schauen wie viele kardinale Planeten er hat, im Widder keinen, im Krebs einen, in der Waage 1, 2, 3, 4, im Steinbock keinen. Das heißt, zusammen mit dem Krebs Uranus sind das 5 kardinale Planeten. Was sind das für Menschen? Menschen mit 5 oder mehr kardinalen Planeten haben große Antriebsenergie und sie springen oft in irgendwelche unüberlegten Themen hinein, wo sie sich dann nachher wieder nur mit ihrer immensen Kraft wieder herausholen können. Menschen mit 5 oder mehr kardinalen Planeten gelten als Kraftwerke und sie sind halt diejenigen, die die Dinge quasi dann in Gang bringen. Ja? Natürlich einem Wladimir Putin sagt man nicht unüberlegtes Handeln nach. Vielleicht war das jetzt nicht das glücklich gewählteste Beispiel, aber du verstehst, die Tendenz besteht. Definitiv habe ich auch in zahlreichen Horoskopen immer wieder beobachtet, dass Menschen mit 5 oder mehr Planeten einfach vor lauter Kraft nur so strotzen und immer und immer und immer wieder neue Projekte in Angriff nehmen müssen, insbesondere wenn Sternzeichen Widder sehr stark besetzt ist. Das ist ja der Eroberer, der sozusagen dann nicht lange auf dem Erfolg sitzen bleiben kann, sondern der wieder hinaus muss und wieder etwas Neues gründen muss und wieder etwas Neues ins Leben rufen muss. Die zweite Gruppe, das sind die festen Sternzeichen. Bei den festen Sternzeichen, dann nehme ich dann hier dieses Horoskop, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann nehme ich dieses Horoskop als Beispiel. Bei den festen Sternzeichen haben wir wieder 0 bis 1 Planeten fest. Gut, das ist vielleicht jetzt hier auch nicht das glücklichste Beispiel, weil wir sehen hier einen Planeten und wir sehen hier einen zweiten Planeten fest, aber es ist hier eine Tendenz in diese Richtung. Im Skorpion ist nichts, im Wassermann ist nichts. Also hier diese Dame, wir kennen sie alle, leider unlängst verstorben, das ist Tina Turner. Diese Dame hat eben 2 Planeten fix oder fest gehabt. Wenn man aber nur 0 oder 1 Planeten fest hat, dann fehlt die innere Festigkeit. Das heißt, es ist ein Mangel an Sicherheit, an Selbstsicherheit und daraus ergibt sich dann auch immer wieder eine leichte Beeinflussbarkeit durch andere. Wir müssen immer bedenken, wenn jemand wenig feste Planeten hat, dann muss er sie entweder kardinal oder beweglich haben. Es gibt eben nur diese beiden anderen Möglichkeiten. Also das heißt, die Verteilung ist dann auf die anderen. Und hier hat man auch mit wenig, also 0 bis 1 Planeten fest, hat man dann auch jetzt keine ausgeprägten eigenen Ansichten oder Meinungen. Das heißt, man kann eben gut kooperieren. Und hier ist eben der Drang danach, sich sozusagen mit Symbolen der Stabilität und Sicherheit zu umgeben und dadurch wird eben die innere Festigkeit, die fehlende innere Festigkeit kompensiert. Anders sieht es aus, wenn jemand mehr feste Planeten hat, also das heißt 5 oder mehr feste Planeten hat. Wir zählen hier wieder, wir beginnen bei Stier, 1 Löwe, 2 Löwe, 3 Wassermann 4, Mond 5 und Merkur 6 und Venus 7. Das ist noch einmal Falco. Falco hatte 7 feste Planeten. Das hat ihn aber dazu befähigt, dass er doch den Erfolg, den er hatte, halten konnte. 5 oder mehr feste Planeten
bedeuten unglaublich starke Beharrungsmenschen. Das sind Menschen, denen man auch nachsagt, dass sie sehr robust sind, dass sie eine starke Ausdauer haben und auch eine starke Überlebensfähigkeit haben. Allerdings sind das meist Menschen, die in ihren Ansichten sehr, sehr starr sind. Das heißt, die sich nicht gerne ändern, das heißt, die gerne so bleiben, wie sie sind und sozusagen sich von anderen nichts sagen lassen. Also das heißt, schwer umgestimmt werden können. Ja, also das heißt, hier hat eben Falco mit 7 festen Planeten offensichtlich den Mangel an kardinaler Energie ausgeglichen. Das geht, ja. Oder man kann einen Mangel an fester Energie auch durch eine starke Erdbesetzung kompensieren. Und zuletzt haben wir das Element, ich berichtige nicht das Element, sondern die bewegliche Qualität. Das heißt, wie viele bewegliche Planeten hat jemand? Und die Anzahl der beweglichen Planeten sagt uns natürlich auch etwas sehr Wichtiges aus. Zunächst einmal 0 oder 1 beweglicher Planet. Das heißt, logischerweise sind dann die anderen entweder kardinal oder fest. Und 0 oder 1 beweglicher Planet weist auf einen Menschen hin, der sozusagen resistent ist. Das heißt, er beratungsresistent, beeinflussungsresistent. Das heißt, Menschen mit wenig oder keinen beweglichen Planeten beharren auf ihren Ansichten und dabei bleiben sie auch. Und es interessiert sie auch nichts Neues oder anderes. Und das kann man dann auch, wenn dann die festen Planeten vorherrschen, auch als konservativ bezeichnen. Also ganz interessante Information, denn Falco hat tatsächlich neben der Sonne nur den Saturn fest, beweglich gestellt. Ja. 7 feste Planeten, 1 kardinaler und 2 bewegliche. Also das heißt, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wenn er etwas machen wollte, dann ist er das gnadenlos sozusagen angegangen. Das heißt, er hat sich von nichts irritieren lassen. 0 oder 1 Planet, beweglich, beschreibt auch so eine Art Einzelgänger-Typ. Jetzt haben wir das andere Extrem. 5 oder mehr bewegliche Planeten. Muss ich wieder die Tina Turner um einen Auftritt bitten. Zählen wir mal bitte mit, wie viele bewegliche Planeten Tina Turner hat. Sie hat in den Zwillingen den Mond 1, Neptun in der Jungfrau 2, Sonne, Merkur, Venus im Schützen macht 5, Mars und Jupiter in den Fischen macht 7. Tina Turner hatte 7 bewegliche Planeten. Das sind Menschen, die sich sehr, sehr leicht beeinflussen lassen und der Ansicht sind, dass die anderen eher recht haben als man selber. Das heißt, sie sind extrem anpassungsfähig und wollen am liebsten keine eigenen Entscheidungen treffen. Also das heißt, hier ist es meines Erachtens bemerkenswert, dass Tina Turner mit dieser Verteilung der Qualitäten 1 Planet Saturn kardinal, 2 Planeten Uranus und Pluto fest und die restlichen 7 Planeten beweglich so eine gigantische Karriere machen konnte. Möglicherweise oder ganz sicher ist das auf ihre 5 Feuerplaneten zurückzuführen, Schütze 3, Löwe 1 und im Widder 1. Aber wie gesagt, ich möchte bei diesen Horoskopen nur bei den Grundaussagen bleiben. Also das heißt, von der Grundenergie war eine Tina Turner extrem beeinflussbar und sie hat eben dadurch auch eine extreme Flexibilität bewiesen. Das heißt, sie konnte sich auf der positiven Seite wieder sehr, sehr schnell auf Lageänderungen einstellen und zu denen, die mehr als oder 5 oder mehr bewegliche Planeten haben, sage ich denen immer, das sind die Mitspieler oder die Mitwirkenden. Du kennst das vielleicht aus dem Freundeskreis, da gibt es sogenannte Mitläufer, das will ich jetzt nicht negativ bewerten. Mitläufer sind Menschen, die werden gefragt, kommst mit, heute gehen wir saufen und der sagt, ja, er geht halt einfach mit.
Er würde selber nicht auf die Idee kommen. Von ihm kommt kein Impuls. Aber er kooperiert, er sagt, ja, mache ich mit, gefällt mir. Und wenn man ihn fragt, na, was möchtest du, sagt er, das weiß ich nicht so genau. Ja. Also das heißt, da besteht dann natürlich auch bei zu vielen beweglichen Planeten, dass man eben im Leben sich eher treiben lässt, weil die Initiativkraft, die Startkraft sozusagen, die Initiativkräfte der kardinalen Zeichen dann eben fehlen. Ich würde sagen, ich beende dieses Video jetzt. Das heißt, ich wollte hier tatsächlich nur einen Überblick bringen über diese drei Qualitäten, kardinal, fest und beweglich oder kardinal, fix und veränderlich, wie man möchte. Und das ist sozusagen der nächste kleine Baustein dafür, dass du dann eben in einem Horoskop konkret eine Aussage machen kannst. Ist das ein Mensch, der sozusagen viel Initiativkraft hat, wie zum Beispiel ein Wladimir Putin? Ist es ein Mensch, der sehr starke Beharrungskräfte hat, wie zum Beispiel ein Falco mit seinen 7 festen Planeten? Oder ist es ein Mensch wie Tina Turner mit ihren 7 beweglichen Planeten, die sozusagen sich sehr schnell und sehr leicht auf eine Situation einstellen kann? In dem Sinne, alles Liebe, und ich schaue, dass wir morgen einen dritten Teil machen. Ich muss nur noch überlegen, was wir hier vornehmen. Ich überlege, ob wir die 3 großen Lichter dran nehmen, Sonne, Mond und Aszendent, und nur ihre Besetzung weiblich oder männlich. Da kann man auch schon eine unglaubliche Menge an Informationen herausholen. Vielleicht können wir das heute Erlernte bei Napoleon Bonaparte, ja, jetzt habe ich ein anderes Horoskop von Napoleon gesehen, das soll er hier wieder mit Aszendent Waage. Gut, das ist halt schwierig bei Menschen, die eben vor, über 250 Jahren geboren wurden, ist es ein bisschen schwierig, das Ganze nachvollziehen oder zu verifizieren. Die Frage lautet, wer hat damals eine Uhr gehabt? Ja, das ist schon die nächste Unsicherheit. Schauen wir mal, dass wir das, was wir heute gelernt haben, ein wenig festigen. Schauen wir mal, wie ist die Verteilung der Qualitäten bei Napoleon Bonaparte? Und wir beginnen kardinal wieder. Kein Planet. Im Krebs Venus und Saturn, 2 Kardinale, in der Waage kein Planet, aber dafür wieder im Steinbock ebenfalls 2 Planeten, Mond und Pluto. Das heißt, wir erkennen zunächst einmal 4 kardinale Planeten. Schauen wir weiter. Er hat in den festen Zeichen, beginnend mit Stier, einen Planet, Merkur und Sonne im Löwen, 3 Planeten, und im Skorpion hat er den 4. festen Planeten, den Jupiter, und im Wassermann hat er nichts. Das heißt, er hat 4 kardinale Planeten und 4 feste Planeten. Und zuletzt schauen wir uns noch an, wie es mit den beweglichen Planeten bestellt ist, und dann machen wir eine Aussage. Wir haben zunächst in den Zwillingen nichts, in der Jungfrau 2 Planeten, Mars und Neptun, im Schützen keinen Planeten und in den Fischen ebenfalls keinen Planeten. Das heißt, wir haben hier eine Aufteilung 4-4-2. Ich schreibe das schnell auf. Kardinal fest beweglich, KFB 4-4-2. Das heißt, was ist die Aussage, die wir nur mit diesen 3 Zahlenwerten über Napoleon machen können? Er ist jemand, der mit 4 kardinalen Planeten ein Erfolgsmensch ist. Ich habe das immer wieder festgestellt, dass Menschen mit 4 kardinalen Planeten die Umsetzer sind, die Erfolgstypen. 5 ist schon zu viel, 6 ist oft schon zu viel. Aber 4, das sind die Erfolgsmenschen, die setzen ihre Pläne um. 4 feste Planeten heißt, er kann den Erfolg, den er hier erzielt hat, auch behalten. Er kann ihn fixieren. Ja? Er kann sozusagen, was man immer wieder auch bei Leuten sieht, die zum Beispiel immer wieder Geld verlieren, die haben zum Beispiel, ich habe das auch öfters gesehen, zu viele kardinale Planeten, keine festen Planeten, zu viele bewegliche. Das heißt, der Mensch hat zwar viel Erfolg, aber er verliert es wieder. Hier sehen wir, er hat Erfolg, er kann diesen Erfolg behalten, und mit 2 beweglichen Planeten ist er ungern zu Kompromissen bereit. Das heißt, aus dieser Besetzung 4-4-2 kann ich herauslesen, dass er ein Mensch ist, welcher sozusagen seine Linie durchzieht und sich von anderen nicht irritieren lässt. Und dann schauen wir noch auf das, was wir gestern quasi durchgemacht haben. Schauen wir bitte auf die Verteilung der Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser, und dann beende ich dieses Horoskop-Video.
Feuer, Erde, Luft und Wasser. Im Widder hat er nichts, im Schützen hat er nichts, im Löwen hat er zwei Planeten. In der Erde Stier 1, Jungfrau 2 macht 3, Steinbock 2 macht 5. In der Luft Zwillinge nichts, Waage nichts, Wassermann nichts. Im Wasser hat er mit Krebs beginnend 2 im Krebs, einen im Skorpion, keinen in den Fischen. Das heißt, wir haben eine Verteilung von 2, 5, 0, 3. Das heißt, wir kennen einen Menschen, der moderat impulsiv ist, ja? Aber er hat 4 kardinale Planeten, das kompensiert das. Er hat 5 Erdplaneten, das heißt, er ist sehr, sehr stur. Er lässt sich von seiner Meinung nicht abbringen und er hat keinen Planeten in der Luft. Das heißt, er wird sich eher als Mensch sozusagen zurückziehen und viel Informationen einholen, sehr viel lernen, sehr viel studieren und wird eben dann ein unglaubliches Wissen zusammentragen. Mit 3 Planeten im Wasser würde ich sagen, ist er durchschnittlich gut besetzt. Da gibt es hier jetzt keine Auffälligkeit. Gut, das war's. Abschließend eben mit Napoleon als Referenzbeispiel. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann morgen eben die 3 großen Lichter, Sonne, Mond und Aszendent an, was die eben in einer ganz einfachen, grundsätzlichen Bedeutung zu sagen haben. Ganz einfach. Beginnen wir einfach. Das war's. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.